Hallo, das hier ist jetzt ein Antwortvideo auf das Let's Promote zu meinem Kanal von dem Fellness LP und ich spreche jetzt mal direkt mit dir, Fellness LP, weil du ja dieses Video schließlich gedreht hast und aufgenommen hast und darin ja mir mehrere hilfreiche Tipps gegeben hast und auch ein bisschen Rückmeldung zu meinem Kanal abgegeben hast. Ja, dafür bin ich immer sehr dankbar, deswegen möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du so etwas überhaupt machst, ja, und mir damit sozusagen hilfst, einen besseren Kanal aufzubauen. So, und du hast mir ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise es sind ein paar Fragen aufgekommen und die möchte ich jetzt halt hier in diesem Video mal ganz schnell beantworten. Ja. Ganz am Anfang hast du ein bisschen was über den Hintergrund gesagt. Wie man hier jetzt schon sieht, Moment, ich kann das hier mal kurz weghauen. Ja, mein Hintergrund ist jetzt nicht sehr einfallsreich, liegt auch daran, dass ich nicht sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht sehr einfallsreich bin. So, genau, merkt man an meiner Redeart, sehr einfallsreich und so, ne? Und ja, ich werde aber mal gucken, ich werde mich mal wieder ein bisschen mit den ganzen Programmen, die es da so gibt, also GIMP und Photoshop und das alles beschäftigen und mal ein kleines neues, einen kleinen neuen Hintergrund zusammenbasteln, wenn sich das überhaupt noch lohnt, weil ja eh sowieso bald irgendwann wieder das Kanaldesign geändert werden soll. Aber naja, lassen wir uns mal überraschen. So. Dann wollte ich mich noch mal kurz entschuldigen, weil ja, ich wusste nicht, dass du nicht, also dass du Minecraft nicht so sehr magst, aber ich meine, macht ja nichts, ja, dann habe ich dich halt mit 2 Folgen Minecraft gequält. Ja, konnte ich dich auch gleich mal ein bisschen ärgern, ist ja auch super und so, ne? Und ja, jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema. Du hast ja hier meinen Kanal vorgestellt und das alles und dich auch hier drüber unterhalten, dass meine Videos nur 10 Minuten lang sind. Und hast mich halt gefragt, warum? Und da kann ich dir auch ganz einfach erklären. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich relativ ordentlich bin. Vielleicht hat es aber auch nur was damit zu tun, dass ich zu faul bin aufzuräumen und deshalb so ordentlich bin. Das ist halt meine Logik. Auf jeden Fall habe ich es halt gerne passend. Also, schön aufgeräumt, schön mit geraden Zahlen und da habe ich mir halt überlegt, wie lang machst du denn deine Videos, weil ich am Anfang nicht wusste, wie lang ja man Videos hochladen kann oder wie ja wie lang die Videos gehen können, die man hochlädt. Habe ich jetzt gedacht, okay, 10 Minuten, das ist jetzt nicht zu wenig, finde ich zumindest, und auch nicht zu viel. Und so habe ich dann halt, wenn ich einmal aufnehme, auch ein paar Folgen mehr auf Lager. Und muss nicht so oft aufnehmen. Zu dem ganzen Aufnahmekram komme ich dann später auch nochmal kurz. Und auf jeden Fall habe ich mir dann halt so gesagt, so machst du 10 Minuten draus. Und ja, die sind schon von Anfang an. Und ich setze mir halt gerne was in den Kopf und lasse es auch dann dabei. Ich könnte natürlich mal gucken, ob ich vielleicht ein bisschen mehr drauf achte, wann ich die Videos schneide. Also, dass ich nicht in einzelnen Sätzen ja, die Videos unterteile, also den Cut genau in einem Satz setze. Das ist dir nämlich auch aufgefallen, dass das öfters mal vorkommt oder dass das zumindest bei diesem Video zum Beispiel hier vorkam. Da könnte ich mal nachgucken. Auf jeden Fall, das mit den 10 Minuten hat nur, nicht nur etwas damit zu tun, sondern auch, ja, ich habe mir hier auch eine kleine Liste gemacht, da gucke ich jetzt mal kurz drauf, ne? Sondern das hat auch damit zu tun, ich habe sehr langsames Internet. Also es dauert ein paar Stunden, so eine 10-Minuten-Folge hochzuladen. So, das kann schon mal bis zu 3 Stunden dauern, so eine kurze Folge hochzuladen. Wenn ich die jetzt noch länger machen würde, dann würde das noch länger dauern und ich will halt nicht den ganzen Tag damit verbringen, Videos hochzuladen, weil ich auch noch mich gerne ein bisschen auf das nächste Let's Play vorbereiten möchte, damit ich halt ja ein bisschen Material habe zum Erzählen und das alles. Ne, nur das geht leider schlecht, weil dann das Internet so langsam ist, da habe ich dann überhaupt keinen Bock mehr, mich irgendwie vorzubereiten und so. Ne? Ich hoffe, du verstehst mein Problem. Außerdem finde ich, also ich habe viel oder öfters mal was mit anderen Leuten zu tun und habe auch schon mal mit ein paar Leuten geredet, die vor ein paar Jahren oder Tagen noch Let's Plays gemacht haben, die dann aber damit aufgehört haben, weil es ihnen zu stressig wurde. Und genau das will ich halt nicht.
dass es halt so ist, okay, jetzt nehme ich wieder auf, dann muss ich sofort wieder rendern, dann sofort wieder hochladen und dann, wenn alles hochgeladen ist, sofort wieder aufnehmen, so in der Art halt. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, dann nehme ich einmal pro Woche auf. Das reicht dann erstmal für ein, zwei Wochen. So kann ich mir dann halt schön Zeit lassen mit dem Hochladen und so. Also nicht, dass es jetzt so rüberkommt, als würde es mir keinen Spaß machen, sondern es macht mir Spaß, sonst würde ich das Ganze ja nicht machen. Aber es ist halt so, ich möchte nicht dadurch, dass es auf irgendwann zu viel wird und ich mich nicht auf andere Sachen konzentrieren kann, ja, damit aufhören müssen. Wenn du verstehst, was ich meine. Übrigens kann ich über 15 Minuten hochladen. Du hast mal irgendwas davon erzählt, dass man auf YouTube oder dass manche Leute auf YouTube nur 15 Minuten und 30 Sekunden oder sowas hochladen können. Ja, das stimmt auch am Anfang, aber ich kann schon länger hochladen. Edge. Und ja, nur mal so nebenbei. Übrigens ist das Rendern bei mir kein Problem, weil ich ja einen relativ guten Rechner habe, den mir auch erst vor einem halben Jahr ungefähr gekauft habe. Also um das Rendern mache ich mir eher weniger Sorgen. So, ja, so viel erstmal zu der Länge der Videos. Ich hoffe, das ist jetzt alles klar geworden. Dann hast du bei dem Punkt Kommentarstil gesagt, dass ich relativ, ja, lustlos kommentiere oder so kommentiere, als würde ich es einfach hinter mich bringen wollen. Das ist natürlich auf keinen Fall der Fall. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie einen Unterschied zu dem jetzigen Video, also zu dem Video, was ich jetzt gerade aufnehme, erkennt. Also ob ich jetzt genauso lustlos bei der Sache bin oder so. Auf jeden Fall ist das halt meine Art. Ich kann nichts dafür. Also ich habe schon Lust, nur, also aufzunehmen, nur dass du da jetzt nichts falsch verstehst, ne? Und ja. Genau. Und dann wollte ich mich natürlich auch noch bedanken dafür, dass du mir halt die Tipps gegeben hast. Zum Beispiel auch hier in der Kommentar, also in der, Kommentar, genau, in der Videobeschreibung, das mit dem Text, das habe ich jetzt in den neuesten Videos schon rausgenommen, die ich jetzt diese Woche und nächste Woche dann auch hochlade und dann natürlich halt auch in den nächsten paar Tagen. Da die Text habe ich rausgenommen und das alles ein bisschen überarbeitet. Wenn du willst, kannst du ja mal reingucken. Auf jeden Fall bedanke ich mich dafür, dass du mir das gesagt hast, weil früher hat mir mal, also vor allem in einem Jahr ungefähr war das, hat mir mal jemand erzählt, wenn du jetzt deine Tags noch da alle in die Beschreibung packst, dann finden das mehr Leute auf YouTube und so. Wahrscheinlich war das noch wegen dem alten YouTube-Schema. Kann natürlich alles sein. Deswegen auch danke dafür, dass du mir das gesagt hast. Und ja, ich mache auch extra keine Beschreibung des einzelnen Let's Plays. Also was ich in dem Let's Plays, in dem Let's Play mache und so, weil ich möchte ja, dass die Leute meine Let's Plays gucken und sich nicht nur die Beschreibung durchlesen. Das wollte ich auch nur mal so sagen, weil du ja gesagt hast, man könnte vielleicht irgendwas drüber schreiben, was man in dem Spiel macht oder halt ja, sowas halt, ne? Also wenn es irgendwelche wichtigen Informationen gibt, schreibe ich die natürlich rein, aber wenn nicht, dann lasse ich die draußen. So, und das war's dann eigentlich auch schon an Sachen, die ich erwähnen wollte. Und ja, ich kann noch mal kurz die anderen Videos zeigen, die du gezeigt hast. Also das da und das da und ja, wie gesagt, zweimal Minecraft war dabei. Das tut mir natürlich leid. Wusste ich jetzt nicht so, dass du Minecraft nicht so gut findest, aber was passiert ist, ist passiert. Ich meine, jetzt ist es sowieso zu spät und so, ja. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Ich finde es übrigens noch ein bisschen schade, dass du, also dass das Video hier hinten ein bisschen abgeschnitten war, aber ich meine, das sind halt Fehler durch YouTube. Ich denke nicht, dass du daran schuld bist. Kann natürlich auch sein, dass du daran schuld bist, aber jeder macht natürlich mal Fehler, ne? Ist bei mir auch so. Ich habe auch schon oft genug gefailt. Und ja. So, wie gesagt, das war's jetzt erstmal. Du kannst ja nochmal bei mir vorbeigucken, wie gesagt, in die neuen Kommentare. Also, jetzt bin ich schon wieder bei Kommentaren, sorry. Also in die neuen Videobeschreibungen. Ob du die jetzt besser findest oder mir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, falls du das willst. Wir können uns ja auch gegenseitig mal ein bisschen helfen. Ich meine, wir können ja gegenseitig aufeinander aufbauen, sozusagen. Und ja.
Dann bedanke ich mich erstmal nochmal dafür, dass du das Let's Promote überhaupt gemacht hast, dass du dir jetzt mein Video hier, mein Antwortvideo anguckst und so. Und dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder, ne? Und tschüss.